Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Roman und heute zeige ich euch ein paar Tipps und Tricks und ein paar Empfehlungen von mir für euch in BattleBit. Los geht's! So, kommen wir zu Tipp Nummer 1. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, spiele ich als Medic und das ist schon der erste Tipp. Spielt Medic. Die Klasse ist zurzeit komplett OP. Ihr könnt Leute heilen. Durchgehend, ihr habt so viele Bandagen dabei, die werden euch nie ausgehen. Und ihr habt C4 dabei. Das ist später noch wichtig, aber der erste Tipp wäre, spielt ein Medic. Da könnt ihr die meisten Punkte farmen und seid mitten in der Action. So, kommen wir zu Tipp Nummer 2. Der wäre Keybinds. Und zwar, was könnt ihr unter Keybinds machen? Das zeige ich euch ganz schnell. Ihr geht in die Settings, also in die Einstellungen. Dann auf Keybinds, also Tastenbelegung. Dann unter Movement. Ein bisschen runter. Haben wir Drag Players, das heißt Leute ziehen. Oder Spieler ziehen. Das legt ihr zum Beispiel jetzt auf Maus 4. Das wäre halt die Schultertaste bei mir auf der Maus. Geht dann weiter runter. Unter Loadout. Da habt ihr nämlich First Aid. Legt ihr auf die gleiche Taste wie Spieler ziehen, also Drag Buddy, dann könnt ihr nämlich, ihr könnt ja im BattleBit Leute ziehen. Sobald ihr die anfängt zu ziehen, tut ihr sie direkt bandagieren und sie werden direkt wiederbelebt. Das ist sehr, sehr praktisch. Du eliminierst sozusagen zwei Funktionen mit einer Taste und du bist sehr aktiv, sehr effektiv damit. So, für Tipp Nummer 3 sage ich euch, was die besten Waffen für den Anfang sind. Und zwar, da hätten wir, also die M4 ist eine sehr gute Allrounder-Waffe. Die kann ich nur empfehlen fürs Aufleveln. Spielt sie, ich habe hier fast 500 Kills. Spielt sie, um die anderen Waffen freizuspielen. Ihr bekommt relativ schnell die AK-15. Die ist auch gut. Dann als nächstes müsste die Honeybadger kommen. Die ist auch sehr gut. Danach kommt die PP19, ist SMG, aber die ist auch sehr, sehr gut. Die empfehle ich auch. Und die eine der besten Waffen ist die Grozer. Die kann ich nur wirklich sehr, 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 sehr empfehlen. Damit könnt ihr nichts falsch machen. So, der nächste Punkt gilt die Charakterkleidung. Und zwar unten links, wo es ein bisschen blinkt. Unten links könnt ihr auf Charakter gehen. Da könnt ihr Charakter anpassen. Das ist natürlich nicht nur Aussehen, sondern das hat auch andere Funktionen. Zum Beispiel unter den Helm könnt ihr den Helm ändern. Ihr könnt auch zum Beispiel eine Cappy tragen, dafür hält ihr weniger aus am Kopf. Mit dem Helm hält ihr natürlich mehr aus. So wie Chest Armor. Damit könnt ihr mehr Magazine mit durchführen. Da links wird hier das Plus, Minus. Da sieht man, was abgezogen wird und was dazu kommt. Schaut einfach, dass ihr halt primäre Magazine mitnimmt. So viele es geht. Und unter Rucksack könnt ihr halt die Gadgets erhöhen, die Anzahl der Gadgets. Und mit dem Gürtel könnt ihr die Pistolenmagazine erhöhen. Es gibt bloß irgendwie keinen Gürtel bei Medic, wo es erhöht wird tatsächlich. Ich verstehe auch nicht wieso. Und Uniform ist auch nur kosmetisch. Aber sieht gut aus. So, der nächste Punkt, das wissen nicht viele. Und zwar, es gibt Klassen, gut, das wissen alle. Aber es gibt auch passive Fähigkeiten. Zum Beispiel der Assault. Der hat schneller Nachladen. Er tut schneller Aimen. Und er tut schneller Waffen wechseln. Das wissen nicht viele, aber das ist ziemlich gut. Gut, Medic, das ist ja klar. Der kann schnelle Leute wiederbeleben. Er kann Leute, ja gut, Leute ziehen kann jeder. Und wieder überleben kann er schneller. Und beim Support, er hat Instant Building. Das heißt, du kannst ja Sachen platzieren und die werden direkt platziert. Du musst nicht bauen, du kannst einfach, blub, das poppt einfach auf. So, der nächste Tipp ist, mittlere Visiere haben unterschiedliche Zoom-Stufen. Zum Beispiel unten rechts, der Slip hat den kleinsten Zoom von allen. Und alle Visiere haben unterschiedliche Größen. Außer oben rechts, dieser IP78 Scope, der zählt, er hat nur die AK-74 und die AK-15.
So, bevor wir zum letzten Tipp kommen, ich bin täglich live auf Twitch, also lasst ein Follow da, lasst ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Der letzte Tipp ist, als Medic könnt ihr C4 haben, wie ich schon am Anfang des Videos gesagt habe. Wenn, das müsst ihr hundertprozentig mitnehmen, denn ihr könnt Fahrzeuge damit zerstören. Jetzt denken sich die meisten, hä, das ist doch logisch, C4 kann auch Fahrzeuge zerstören. Wie kann das Tipp sein? Ganz einfach. Und zwar, beim Spawn gibt es ja die ganzen Fahrzeuge. Die Transportfahrzeuge. So. Die meisten Leute benutzen das, fahren damit in die Schlacht und lassen es einfach stehen. Jeder macht es. Jeder hat schon mal gemacht, jeder macht es. So. Was macht ihr mit eurem C4? Jedes Fahrzeug, was ihr seht, sprengt ihr in die Luft. Jetzt kommt der coole Tipp. Wenn das ein verbündetes Fahrzeug ist, kriegt ihr 100 Punkte. Fürs Zerstören. Weil ihr Schaden dran gemacht habt. Wenn es ein feindliches Fahrzeug ist, kriegt ihr 1800 Punkte. Das ist sehr, sehr viel für ein Transportfahrzeug. Und so könnt ihr auch sehr viele Erfahrungspunkte mitnehmen. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Abo und ein Like da. Wie Danke, gesagt, Mann. lasst ein Follow bei Twitch da. Ich bin täglich live auf Twitch. Falls ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe Battle Bitch schon sehr, sehr viel gespielt. Ich habe jeden Playtest damals mitgenommen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen.